Aber stattdessen kommt der Regenbogen-Boulevard, den ich noch mehr hasse. Ja, und ich erinnere mich, dass in dem Stream damals Leute gefragt haben, wieso hast du den eigentlich so? Weil einfach riesige Löcher auf dieser Strecke sind und unfaire Kurven und ich generell dadurch, dass die alles so bunt und so hell ist und ich finde die total unübersichtlich irgendwie die Strecke. Und dass es keine Wegbegrenzung gibt. Und das Ich bin sowieso, so genau, ein Idiot. du kannst verdammt nochmal überall in dieser Scheißstrecke rausfallen und das ärgert mich. Und das Besonders wenn mag du ich nicht. vergisst zu driften. Genau. Deswegen hier mit manuellem Driften ist richtig scheiße. Upsa. Nein, da hatte ich jetzt zu viel Speed. Need for Speed. Und das ist auch sowas. Ich bin in so einer Haarnadelkurve, prall gegen die Bande und prall so weit nach links ab, dass ich in den Abgrund lande. Das ist so eine Du bist Scheißidee. direkt neben mir. Bist du Peach? Ach ja, Ja. stimmt, du bist Peach. Hallo, Prinzessin Brief. Genau, Prinzessin Brief, meine drei Pilze. Oh, Prinzessin Brief, das war so eine Aktion von mir. Das war richtig gut, ja. Dabei bin ich nur in der Zeile verrutscht. Hier ist ein Peach. Das war wirklich gut. Das hat sich da das ganze Let's Play, da hatte ich einen richtig schönen Running Gag für dieses Let's Play. Also ich muss dir danken. Wieso bist du schon wieder Juhu! vor mir? Ja, weil ich springen kann und egal. Ich kann's halt. Yay! Macht er. Und wieder macht er Yay. Bei mir macht So sie eine nur Stimme habe ich Wuhu. gar nicht. Und Tui. Und Wuhu. Und Watch. Und boah, nein, nicht hier! Oh Mann, nicht in dieser Kurve, ihr seid doch Arschlöcher. Oh Gott! Du hast mich da fast runtergekegelt. Ja! Ha, ich habe eine Wolke in dem Tunnel bekommen und die ist sofort explodiert. Was? Okay, interessant. Das finde ich gut. Ja, durch manche Turbofelder explodieren auch solche Items. Ah ja. Nein, 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 nein. Oh Gott! Boah, Oh, das war schade! Das war nämlich mein Powerblock. Ah, okay. Ich hätte mich so Du Penner. gefreut, wenn er da unten gel. Was war. Hä? Lag da jetzt irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Lag da eine Banane? Oh nein, nicht, nicht, nein, 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 hör auf! Blöde Wolke, geh weg! Oh Mann. Hast du zu der Wolke gesagt, hör auf? Ja. Nein! Das hat mich jetzt völlig aus dem Konzept gebracht. So ein Mist. Ich bin Dritter. Autsch. Ich habe Hip-Hop-Face getroffen mit dem Grünen. Der hat's verdient. Jetzt bin ich Siebter. Ich werde bekloppt. Eben war ich noch so schön Dritter. Wie wir gegen Hip-Hop-Face haten. Ja. Das war Ich jetzt. mag kein Hip-Hop. Ich auch nicht. Oder Rap. Na gut, Fanta 4, wo sie früher da waren sie noch relativ gut. Gegen Rap sage ich eigentlich nicht mehr was. Das ist, man kann sich teilweise noch anhören, aber gerade deutschsprachigen Curse höre ich mir zum Beispiel ganz gerne vielleicht noch an, aber. Und? Ich habe gedacht, ich. Hip-Hop, so richtiger ist nicht mein Fall. Bin ich jetzt Zweiter geworden? Oder spackt der Didi da nur wieder rum? Ich weiß nur, dass ich gerade jemanden überholt habe kurz vor Schluss und meine Position sich dadurch nicht verbessert hat. Hä? Wie geht das denn? Was? Sakris ist nicht mal dabei. Sakris Ah. ist weg. Sakris ist weg und ich habe Damien überholt und Das war ein sehr verwirrendes Rennen. ja, ich habe kurz vor dem Ziel Damien überholt. Warum hat das nicht mehr gezählt? Das war nicht irgendwie kurz davor vor dem Ziel, sondern wirklich 4, 5 Sekunden davor. Fuck. Ich bin an ihm vorbeigezischt, ich hab's genau gesehen. Ein Stealth ist neu dazugekommen. Oh mein Gott, der ist ja. Er hat over 9000. Oh Gott. Oh, war ja. Ah, mal einen kurzen Schluck trinken.
Ja, da muss ich auch erstmal was drauf trinken, auf den Schock. Und die letzten beiden können sich... Ach, du gehörst mal wieder dazu. Du hast schon wieder dieselbe Idee wie ich. Dieselbe Strecke. Sehr gut. Wir sind im Geiste miteinander verbunden. Ja, das stimmt. Das war mir schon immer klar. Na gut. Ja. Die Strecke, die ist eigentlich auch noch ganz okay, finde ich. Vom GBA-Teil meine Lieblingsstrecke. Ja, ja, würde ich auch sagen. Wobei ich die GBA-Strecken nicht mehr so im Hinterkopf habe. Ich mag die relativ gut. Oh, wir haben mal wieder einen Funky Kong hier. Funky Kong ist echt der Charakter. Ich bin platt gemacht worden. Da bist du platt, was? Ja. Funky Kong ist echt so ein Charakter für Leute, die in dem Spiel eigentlich nichts drauf haben. Okay. Der ist einfach überpowered. Dann noch in Kombination mit dem Bowser-Bike, den holst du kaum noch ein. Achso, so wie Ike bei Smash Brothers, ja. Aha. Okay. Sieh dir doch mal die beiden Funky Kongs da vorne an. Wo die sind. Oh Gott, ja. Da ist bestimmt auch dieser Over 9000 I'm Stealth-Typi. I'm Stealth ist einer dieser Funky Kongs. Ja, hab ich mir fast gedacht. Ich habe Funky Kong noch nicht mal freigeschaltet, muss ich dazu sagen. Ich habe die beiden Funkies wieder eingeholt. Ach, und bevor einer fragt, ja, ich spiele mit GameCube-Controller, mit einem schönen schwarzen. Ich spiele auch mit GameCube-Controller, aber einen schönen lilanen. Ach, du hast den Standard. Aha. Ich habe auch noch so einen silbernen. Okay. Ich habe auch so einen silbernen GameCube. Wie cool ist das denn? Ja. Ist ja ein ganz edler. Den hatte ich mir damals geholt, kurz bevor die Wii rauskam, muss ich dazu sagen. Wieso das denn? Ich hab ewig lang den GameCube gemieden, weil irgendwie für mich die Spiele nicht interessant waren, die meisten. Und dann kam die Wii raus und dann hat's relativ günstig einen gegeben und ich wollte unbedingt Twilight Princess spielen. Dann habe ich mir einen GameCube geholt. Ich bin Erster, ich war Erster, jetzt bin ich Dritter. Wo kam die Bombe her? Jetzt bin ich Vierter. Oh nein, 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 nein. Ich habe schon ewig keinen anderen Fahrer mehr gesehen. Ich glaube, weit vor mir und weit hinter mir ist gar niemand. Hinter dir ist einer. Und das ist der Hip-Hop-Typ. Der überholt dich. Gott. Er überholt dich gleich. Er hat dich überholt. Ja, ich seh's. Boah, irgendeiner hat einen blauen Panzer geschmissen. Und er ist, das der ist explodiert. Und zwar ganz in meiner Nähe. Oh. Ich meine... Also, so weit in meiner Nähe, dass ich nur die Kuppel gesehen habe. Oh Gott. Und ich habe eine scheiß Wolke, die ich irgendwie abgegeben habe und bin jetzt ins Lava gefallen. Ich habe mal wieder zu heiß gebadet. Ja, unfassbar. Sagt man das nicht eigentlich? Ja, einmal im Jahr muss man schon mal baden, das ist wichtig. Das ist seit Gamescom 2011 Pflicht, oder? Ja, auf jeden Fall, genau. Komm, ich kann... Habe ich Haar jetzt zerdrückt? Nein, habe ich nicht. Keine Sorge, Vorsicht, der Hipster-Typ ist hinter dir. Er überholt dich gleich. Mach Wheelie! Na gut. Der Penner! Er hat dich reingeschubst. Das habe ich genau gesehen. Du hast auch zu heiß gebadet. Ja. Du stinkst auch, oder? Ja. Ja, sowieso. Boah, langsam wird's aber übel hier. Du bist aber immer noch über 5000. Mal gucken, ja, mal gucken. Das stimmt. Wir spielen so lang weiter, bis ich wieder unter 5000 bin. Das ist aber dann kein Endlos-Projekt mehr. Stimmt, ja. Und dann haben die Zuschauer doch keine Chance mehr mitzumachen. Zuschauer sind eh völlig überbewertet. Was nehme ich denn für eine Strecke? Ich will... Ja, komm, nehmen wir die. Ja gut, dann nehme ich die auch. Jetzt bin ich mal gespannt. Nee, doch nicht. Ah gut.
Die hatte ich vorhin ausgewählt, Snes Marios Piste. Ich glaube, 2 Runden davor oder so. Der Mund des Hippie-Typen da, Hip-Hop-Freaks, der sieht komisch aus. Ach, schon wieder. Na toll. In der Stadt. Wo ich vorhin letzter geworden bin. Das war die erste Strecke, wo ich wieder mitfahren durfte. Stimmt. Nachdem ich rausgeschmissen wurde. Ich bin doch gerade Vierter geworden, wieso bin ich jetzt Dritter? What the hell? Ist einer raus? Ich weiß nicht. Leute können sich auch nicht entscheiden, auf welchen Platz sie mich sehen wollen. Ich habe als Peach einen Funky Kong weggeschubst. Was? Das ist mal, wie fett Peach ist. Noch fetter als Yari. Noch fetter als Yari, das muss man auch erstmal schaffen. Upso. Fährst du eigentlich immer noch manuell oder hast du mittlerweile wieder umgestellt? Ich fahre mittlerweile wieder automatisch. Ist doch besser für dich. Ja. Die beiden Funky Kongs sind wieder schon wieder so weit vorne. Sieh dir das mal an. Das ist so scheiße. Der ist zu überpowered. Ja, super. Ja. Glaube ich nicht. Bloß nicht da reinfahren, genau. Und hat wieder irgendeiner einen blauen geschmissen. Das könnte ich gewesen sein, wieder. Auf der Minimap siehst du gerade sehr grün aus. Was? Yoshi ist in dir drin, deshalb siehst du so grün aus. Ja, Yoshi ist gerne mal in mir drin. Er liebt es zu lecken, oder? Ja, genau. Oh mein Gott. Das Niveau. Ach, das Niveau war nie da. Das Nivea oder so. Ja, genau. Niveau ist doch Hautcreme, oder wie war das? Mhm. Das Nivea-Niveau. Nein, jetzt sind meine grünen Panzer natürlich wieder weg. Nehme ich ja Powblock. Nehme ich ja Hip-Hop-Face. Ach, das war der Hip-Hop-Typ. Ich glaube, ja. Der Powblock erinnert mich immer an unser letztes Battle von damals. Super Mario Bros. 3. Stimmt, das war auch schön, mit der tollen Endlosschleife. Mhm. Oh Gott. Die deine Zuschauer ja dann gefordert haben. Oder war ich das? Ich weiß es nicht mehr. Scheiße! Du hast es auch gefordert. Ich weiß auch nicht, ob du der Einzige warst. Ja, manche Zuschauer haben auf jeden Fall geschrieben, ja, das könnte man noch, daraus könnte man was machen. Ja, stimmt. Scheiß Hip-Hop-Face! Ich ja noch Zuschauer. Boah, der Hip-Hop-Face hat 3 Sterne. Und du rammst mich natürlich auch noch voll weg. So muss das. Das hat sich jetzt angehört wie Vanny. Nein, nicht meine Bombe! Ja, geil! Das war mein Powerblock. Er hat mir aber nichts gebracht, weil ich daraufhin in den grünen Panzer gefahren bin. Das geschieht dir gerade recht. Wegen dir musste ich meine Bombe loswerden. Da geb ich dir noch eine Bombe. Oh, du. Genau. Oh nein, 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 nicht so ein Sterntyp, nicht so kurz vor Schluss. Och, ihr seid doch Arschlöcher. Och, Mann. Das war ich. Das ist doch so gemein. Ich bin schon wieder auf dem letzten Platz jetzt. Dank mir. Oh, das ist doch. Nee, Diddy Kong. Keine Ahnung, was der macht. Diddy, was macht der da? Ich weiß nicht, was der Kerl macht. Oh Mann! Aussichtsrennen, nächste 10 Spieler. Was war das jetzt für ein Deutsch? Keine Ahnung. Was ist so. Mann, das Spiel ist doch so arschig manchmal. Glaub ich dir. Ey, Justin, es gibt 2 Typen, die sind schlechter als du. Ja gut, der eine scheint ja nichts zu tun irgendwie, das zählt nicht. Ich weiß nicht, was der da macht, aber... Er macht den V-Hawk. Oh, ja, wahrscheinlich, ja. Hört aber auf mit eurer DK-Schikane hier. Ich hab Donkey Kong Bergland. Die Kuhmu-Weide. Cool.